여기는 오스트리아 수도 빈입니다. 세계에서 가장 살기 좋은 도시로 10년 연속 1위에 올랐습니다. 이곳에서 우리나라 도시수 문제에 대한 실마리를 찾을 수 있을까요? 시내가 훤히 내려다보이는 곳, 푸른 녹지가 시선을 사로잡습니다. 바로 포도밭입니다. 한 나라의 수도에 포도밭이라니, 참 낯선 풍경이죠. Die Wienerinnen und Wiener sind sehr stolz auf den Weinbau, weil sie eben als einzige Hauptstadt der Welt auch in einem Weinbaugebiet leben. Und sie lieben es, am Wochenende, ganz besonders im Herbst, wenn die Trauben reif werden, hier mit Freunden spazieren zu gehen. Und das ist mit ein Grund, warum Wien eine der lebenswertesten Städte ist. 빈에는 이곳뿐만 아니라 400여 개의 포도원이 있는데요. 포도원은 빈 사람들의 큰 자랑이죠. 그 역사는 무려 2000년. 과거 베토벤도 여기서 요양했다는군요. 베토벤도 ist etwas Dynastisches. Wenn wir heute hier einen neuen Weingarten pflanzen, dann wird der die nächsten 30, 40, 50 Jahre hier stehen. Meine Vision und mein Traum ist es, dass in 50 Jahren und in 100 Jahren noch immer hier nahe der Stadt Weinbau betrieben wird und diese alte Kulturlandschaft bestehen bleibt und nicht irgendwann einmal man doch auf die Idee kommt, hier Häuser zu bauen und diese wunderschöne Kulturlandschaft nicht mehr für die nächsten Generationen erhalten wird. 하지만 도시로 많은 사람이 몰리면 개발 압력은 커지기 마련인데요. 비는 어떻게 도시 녹지를 지켜온 걸까? 그 비결이 궁금해집니다. Er war so joyroon Siganer Zilginen Saramdel. Igo Pumanadira, Tonyoge Gungoni, Pin Kokose, Tari Smida. Igo Saison, Ureden Spiganzikan, Isek Jogin Pungyol Yoron Manabul Sisanadeo. Also, wie Sie sehen können, diese Eiche ist zwar schon sehr alt, aber noch immer sehr gesund. Und erzeugt noch immer Nachwuchs. Gordean 나무들에서 숲이 지나온 시간이 느껴집니다. 다른 나라 수도의 녹지가 빠르게 사라지는 동안 여기 빈 사람들은 어떻게 오래도록 도시 숲을 지켜올 수 있었을까요? Das hat schon einen langen historischen Grund. Man hat schon sehr, sehr früh erkannt, wie wichtig das Grün für die Stadt ist. Hier wurden schon zum Beispiel 1905 eine eigene Schutzgebietskategorie erstellt, die eben diese Grünräume absichert. Und zurzeit ist es so, dass es hier ein politisches Bekenntnis gibt, dass man diesen Grünflächenanteil von 50% auch halten will. Trotz, dass sehr viele Menschen nach Wien tendieren und hier leben wollen. 공원과 숲, 포도원 등을 포함한 빈의 녹지율은 무려 50%입니다. 지금으로서도 참 파격적인 비율인데 100년 전에 정한 기준이란 사실이 놀랍습니다.
그 약속은 지금도 엄격히 지켜지고 있답니다. 빈에 건물을 지으려면 나무와 공존하는 법을 배워야 합니다. 그에 따른 경제적인 손실은 기꺼이 감수해야 하죠. Wenn Bäume vor diesen Gebäuden stehen, dann unterliegen die so und so einem gesetzlichen Schutz. In Wien gibt es ein eigenes Gesetz, das nennt sich Baumschutzgesetz. Also wenn man einen Baum fällen muss, weil es nicht anders geht, technisch, dann muss hier ein Ersatz geschaffen werden. Also für einen großen Baum müssen viele kleine Bäume im Nahbereich dann wieder gesetzt werden. Viel wichtiger ist es aber, dass bei solchen Baumaßnahmen der alte Baum geschont bleiben. Hier muss eher mehr die Baufirma darauf achten und sich Methoden überlegen, wie kann der Baum überleben, und dann wird das Gebäude dann saniert oder neu gebaut. 나무의 자리와 시간을 존중하는 도시. 그곳은 사람에게도 당연히 참 살기 좋은 곳이 아닐까요?